never look back, never look back. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Normalerweise sind wir ja, wie ihr wisst, bei angenehmeren Temperaturen unterwegs. Aber durch das positive Feedback zur Wintersaison im Europapark Rust haben wir uns entschieden, den Park auch mal im Winter zu besuchen. Das Einzige, womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass der Park im Winter genauso voll ist wie im Sommer, dass alle 5 Parkhotels komplett ausgebucht waren. Jedoch konnte man fast jede Attraktion im Park nutzen, außer dem Fjordrafting und der Atlantica Supersplash. Wobei im Gelände von Atlantica Supersplash ein mobiles Riesenrad aufgestellt wurde mit geschlossenen Gondeln, was man kostenfrei nutzen konnte. Und im Gelände vom Fjordrafting ist eine Eisbahn aufgestellt worden, die man gegen eine kleine Gebühr zum Ausleihen der Schlittschuhe nutzen konnte. Mein persönliches Highlight ist natürlich, wenn abends die ganzen Tausenden von Lichter an sind, jedes Haus, jeder Tannenbaum, überall kleine Lichter. So wie jeden Abend das Showspektakel auf dem See mit anschließendem Feuerwerk, was wir leider nicht gefilmt haben. Mein Fazit vom Europapark Rust in der Wintersaison: 35 Euro für einen Erwachsenen, das ist okay, trotz der hohen Besucherzahl. Mein persönliches Highlight noch ist, dass in der Deutschen Allee ein Weihnachtsmarkt aufgebaut ist und wenn ihr zwischen Weihnachten und Neujahr hinfahrt, bekommt ihr, wenn ihr viel Glück habt, die Weihnachtsartikel um 50% reduziert, was natürlich ein sehr, sehr gutes Schnäppchen ist. Also, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!